Plakat. Wir sind Ärzte und keine Verschwörungstheoretiker. Wollen Sie ein kurzes Interview geben? Wenn Sie mögen, ja. Gerne. Sie sind Arzt. Ja. Ich bin Arzt, ja. Genau. Und Sie sind heute auf der Demo. Also als Arzt sind Sie ja dann niemand, der sagt, dass es Covid nicht gibt wahrscheinlich, oder? Nö, darum geht es nicht. Genau. Darum geht es nicht. Es geht nur um das totale Versagen von unserer Regierung im letzten Jahr. Darum geht es. Vielleicht können Sie kurz erläutern, worin Sie dieses Versagen sehen. Also ich denke, wie gravierend jetzt diese sogenannte Pandemie ist, darüber kann man sich streiten. Aber dass es schiefgelaufen ist im letzten Jahr, darüber kann man sich nicht streiten. Im März und April gab es diesen Lockdown und alle haben sich wirklich dran gehalten. Die Leute sind alle zu Hause geblieben. Also die Bevölkerung hat wirklich getan, was sie tun kann. Und ich kann auch verstehen, dass die Regierung initial diesen Lockdown durchgezogen hat. Wenn man nicht weiß, wie die Situation ist, dann rechnen wir einfach mal mit dem Schlimmsten. Und dann hat man den ganzen Sommer Zeit, die Risikogruppen erstmal zu identifizieren, die Risikogruppen zu schützen, Konzepte für den Schutz auszuarbeiten, sich zu überlegen, wie geht man jetzt damit weiter um und was ist passiert? Nichts. Ein halbes Jahr lang haben sie nichts gemacht. Und die einzige Idee, mit der sie dann im Herbst wieder gekommen sind, ist wieder Lockdown und Impfen. Also total lächerlich, also nicht lächerlich, sondern einfach zutiefst enttäuschend. Also ich habe einfach die Schnauze voll von dieser geballten Inkompetenz und ich bin einfach ausgesprochen enttäuscht über unsere Bevölkerung, dass die Leute sich nicht auf die Straße aufmachen und sagen, es reicht. Also so kann man einfach mit so einer Situation nicht umgehen. Also ich habe Sie richtig verstanden, Sie sagen, man muss etwas gegen Covid tun und Sie sind sehr für dafür, dass man etwas macht, aber Sie halten es für völlig falsch, wie das gemacht wird im Moment. Ja genau, das ist vollkommen falsch. Auch diese ganze Impfpropaganda im Moment halte ich für vollkommen falsch. Und das wissen auch alle Ärzte. Also diese Coronavirus-Infektion, das ist eine Infektion, die springt zwischen Mensch und Tier hin und her. Ne? Also so eine sogenannte Zoonose, wie die Grippe auch. Und jeder Arzt weiß, dass diese Viren mutieren. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Das weiß jeder, der seine Approbation hat. Das heißt im Klartext, wenn wir jetzt impfen gegen diese Covid-Version, in einem Jahr ist die Impfung nutzlos. Darf ich da kurz dazwischen gehen, weil in den Medien wird es ja oft so dargestellt und die meisten Leute nehmen das auch so wahr, dass diese Mutation was völlig Unerwartetes und nicht abzusehen ist. Das ist völliger Schwachsinn. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, ich nehme mal an, Sie sind von der Presse, ich kann nicht nachvollziehen, dass Wissenschaftsjournalisten da nicht kritisch nachfragen. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis, das nur die Virologen wie Herr Drosten und seinesgleichen wissen, sondern das weiß jeder Arzt, dass Zoonosen halt mutieren. Das weiß eigentlich im Prinzip auch jeder Patient, der sich gegen Grippe impfen lässt. Warum muss er sich denn jedes Jahr neu impfen lassen? Aber da könnte man ja jetzt dagegen argumentieren, dass man sagt, gut, das hilft nur ein Jahr, aber im nächsten Jahr machen wir eine neue, aber jetzt schützen wir mal die Alten sozusagen erst. Das wäre ja ein mögliches Gegenargument. Ja, das können Sie ja gerne machen, jedes Jahr eine neue Impfung aus dem Boden stampfen. Die Frage ist nur, macht das denn überhaupt Sinn? Wer sagt denn, dass Covid-21, 22 genauso gravierende Folgen hat wie die Covid-Infektion jetzt? Wer sagt denn überhaupt, dass die Mutationen ein größeres Problem sind als die initiale Version von Covid? Was haben Sie mit Ihren Patienten für Erfahrungen? Sind die gut informiert, sind die schlecht informiert? Die sind ausgesprochen gut informiert, aber wenn ich jetzt schon mal hier die Möglichkeit habe, was loszuwerden, das größte Problem ist, sind die Patienten, die unter den Folgen vom Lockdown leiden. Ich habe einfach die Schnauze voll von Müttern zu hören, dass ihre Kinder mit Depressionen zu Hause im Zimmerchen sitzen, da via Internet beschult werden und sich nicht mehr aus der Straße raustrauen und eine Therapie anfangen müssen. Ich habe keine Lust mehr, das zu hören. Hören Sie das oft? Ja, das höre ich oft. Und letzte Woche hatte ich wieder einen älteren Herrn, einen Rentner, der ist total depressiv, der weiß nicht, was er machen soll den ganzen Tag. Das klingt so banal, naja, aber im Vergleich zu den vielen Toten, ja, das ist eben nicht banal. Das ist nicht banal. Ich habe ja in der Bundespressekonferenz mehrmals nachgefragt, ja, bei Spahn und bei Wieler nach diesen psychischen Erkrankungen. Und die sagen dann, ja, von den Abrechnungsdaten, das werden wir dann erfahren. Finden Sie, dass die Regierung das ernst genug nimmt, diese psychischen Folgen, die es ja auch gibt? Die haben doch von Tuten und Blasen keine Ahnung.
muss ich Ihnen einfach sagen, der Herr Wieler hat auch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Der hockt da in seinem Elfenbeinturm und schwingt große Reden. Jetzt redet er von der dritten Welle und will den Lockdown bis zum Herbst verlängern. Also ich weiß auch nicht, warum die Politik sich nicht ein breiteres Spektrum an Meinungen aneignet. Jetzt eine Frage an Sie als Arzt, wenn ich Sie schon habe. Ich habe jetzt 6-mal gefragt in der Bundespressekonferenz nach der Richtlinie der WHO. Und da heißt es also in den Regeln, dass man bei einem positiven Test ohne klinische Symptome, dass man dann einen Zweittest machen soll. Und ich habe jetzt 6-mal gefragt, wie das in Deutschland ist. Ich bekomme keine Antwort. Wissen Sie, wie das gehandhabt wird? Wenn also jemand, ich weiß es nur von meinem Labor, ja, das die PCR-Tests durchführt. Wenn die einen positiven Test haben, dann machen die in der Regel einen zweiten zum Validieren, ob der erste wirklich korrekt war. Also die Person wird nochmal getestet? Nein. Probe wird nochmal getestet. Ja, das ist eine andere Sache. Ich meine dann nochmal einen unabhängigen Test. Die Person wird nicht nochmal getestet. Die wird nicht nochmal. Obwohl es die WHO empfiehlt. Das kann ich Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das nicht gemacht wird. Also dann hätte ich jetzt die Erklärung, warum man mich da immer wegschmeißt, also sozusagen nicht das beantwortet, weil man einfach verstößt gegen die Vorlagen der WHO, wenn Sie das sagen. Naja, was die WHO sagt, das wird ja zusammengeschustert, wie die Herrschaften es gerade haben. Wenn es in die aktuelle Politik passt, dann übernimmt man es. Und wenn die WHO zum Beispiel... ich weiß nicht, wann dieses Statement rauskam, sich gegen Impfausweise ausspricht, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, dann hat man das überhört oder ist taub oder ich weiß eigentlich auch nicht, was die in ihrem Elfenbeinturm im Bundestag machen. Es ist mir vollkommen schleierhaft. Sie sind ja nun sicher auch im Austausch mit Ihren Ärztekollegen. Wie viele denken so kritisch wie Sie? Wie viele sehen das unkritisch, grob geschätzt? Da müssen Sie gucken, wo die Leute arbeiten. Diejenigen, die in einer großen Klinik sind, die sind überhaupt nicht kritisch, weil sie es sich gar nicht erlauben können. Aber die niedergelassenen Hausärzte, die sind sehr wohl kritisch, weil die sehen die Kinder, die mit Depressionen auf einmal zu ihnen kommen und vorher fit und fidel gewesen sind. Die sehen die Rentner, die mit Depressionen rumrennen und nicht mehr wissen, wie sie ihren Alltag beschreiten sollen. Und die sehen auch diejenigen, die nach der Impfung mit 40 Fieber zu Hause im Bett liegen. Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil hier jetzt wird skandiert, Nazis raus. Und vielleicht kann mir jemand erzählen, was da gerade los war. Das Interview ist so interessant. Es sagen auch schon viele, wer ist dieser... Ich bin gerade fast 6000 Zuschauer. Und die sagen alle, wer ist dieser fantastische Arzt? Okay. Sie sind Hausarzt. Ich bin einfach ein niedergelassener Arzt in Berlin. Ein Berliner Hausarzt, genau. Aber Sie kommen auch eher aus meiner Heimat, würde ich mal sagen, Schwabe. Von der Sprachfärbung her. Sie sind ein emigrierter Schwabe, genau. Schwabe, genau. Ja, genau. Ja. Gibt es noch was Wichtiges, was ich vergessen habe? Gibt es noch was Wichtiges, was Sie vergessen haben? Ja, also mir ist es ein großes Anliegen, dass die Problemlösung mit der Impfung einfach nochmal öffentlich wirklich ernsthaft diskutiert wird. Ich habe Kontakt nach Israel und weiß, was da im Moment in der Gesellschaft passiert. Ein Teil von der Gesellschaft ist geimpft, eine andere Hälfte ist entweder noch nicht geimpft oder will sich nicht impfen lassen. Und durch diesen Pass, durch den Impfpass, den Israel da ins Leben gerufen hat, können sie die Leute unterscheiden. Und es spaltet die Gesellschaft dermaßen, dass die ganzen Geimpften, die jetzt trotzdem noch unter den weiterlaufenden Lockdown-Maßnahmen leiden, die Verantwortung auf die Nicht-Geimpften projizieren. Und es spaltet die Gesellschaft dermaßen, sodass die Nicht-Geimpften oder die Menschen, die aus welchem Grund auch immer die Impfung ablehnen, aus gesundheitlichen Gründen, aus ideologischen Gründen oder aus welchem Grund auch immer, dass die unter so einen sozialen Druck gesetzt werden, sich impfen zu lassen, um am gesellschaftlichen Leben wieder teilzuhaben, das ist eine gesellschaftliche Atmosphäre, die möchte ich nicht erleben. Und man musste der Impfung einfach auch sagen, dieses Ding, das ist vorläufig zugelassen. Die Langzeitwirkungen, die kennt keiner. Und ich hatte mal einen guten Pharmakologie-Prof, der hat zu mir gesagt, Herr Zimmer, hören Sie zu, wenn Sie ein neues Medikament verschreiben, überlegen Sie sich das 3-mal. Ich würde nur Medikamente einsetzen, die es seit 50 Jahren gibt, wenn es irgendwie möglich ist. Da weiß man, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt oder nicht. Aber jetzt so diese Impfung, die Sie aus dem Boden gestampft haben,
in Massen zu verimpfen, das ist meiner Meinung nach vollkommen unverantwortlich. Und dann auch noch diese Ignoranz, die Geimpften nicht nachzuverfolgen und zu gucken, was passiert denn im nächsten halben Jahr mit dem. Die in Impfzentren zu impfen, wo der Impfarzt, normalerweise wäre das ja der Hausarzt, der kriegt ja mit, wenn es irgendwelche Nebenwirkungen gibt, auch längerfristig. Aber die Situation gibt es ja mit diesen Impfzentren gar nicht. Da ist irgendein anonymer Impfarzt, der impft die Leute und nach 3 Monaten kriegen die irgendwelche Probleme und keiner weiß, ob das möglicherweise einen Zusammenhang hat mit der Impfung. Und da können Sie mir auch nicht erzählen, dass dieses Teleskopieren und dieser finanzielle Aufwand in irgendeiner Form Langzeitstudien unnötig macht. Das ist totaler Schwachsinn. Sie können nicht mit Geld Zeit kaufen. Das geht nicht. Und ich bin einfach, ja, also generell bin ich einfach entsetzt über die fehlende Kritik von Medien, dass da nicht nachgefragt wird. Und ich bin auch zutiefst enttäuscht über die Naivität und zum Teil die fehlende Kompetenz von den Entscheidungsträgern. Was empfehlen Sie jetzt älteren Menschen? Mein Vater ist 6, 7, wird heute 87. Was würden Sie dem empfehlen? Impfen? Keine Risikogruppe, also Risikogruppe durch das Alter, aber keine Vorerkrankungen. Impfen oder nicht impfen? Sehen Sie, genau das ist das Ding. Da gibt es keine einfache Antwort. Sondern da braucht man einfach einen Hausarzt, dem man vertraut, genau, der die Vorgeschichte kennt. Und mit dem kann man das besprechen. Der kann sich informieren, der kann Ihnen die Risiken und die Vorteile von der Impfung mitteilen. Und dann kann der Patient entscheiden. Denn es ist der Patient, der nachher die Nebenwirkungen trägt, wenn sie denn auftreten sollten. Also Sie würden einfach ein längeres Gespräch mit ihm führen und versuchen, ihn aufzuklären über Risiken, Nutzen und ihn dann entscheiden lassen. So fänden Sie, ist Ihre Auffassung von Medizin. Das ist nicht meine Auffassung, sondern das ist das Normalste von der Welt. Und so geht es, seit es Impfungen gibt, wird es so gemacht. Aber heute mit Corona wird es da so gemacht? Ja, eben nicht. Diese Idee mit den Impfzentren, also ist sowas von abwegig und auch sowas von ineffektiv. Was glauben Sie, wie schnell die Leute, die eine Impfung wollen, geimpft wären, wenn die zu ihrem Hausarzt gehen könnten und das über die Apotheken vermarktet werden wird. Das ging ruckzuck. Da hätten sie das ganze inkompetente Rumgeeier in unserer Politik, das hätten sie sich alles sparen können. Herr Dr. Zimmer, der Herr Wieler hat gestern auf der Bundespressekonferenz hat er gesagt, diese Impfzentren seien deshalb so gut, weil man da sozusagen zentral dann erfassen könnte, wie die Nebenwirkungen sind. Das war seine Begründung. Er sagte, bei den Hausärzten würde man das so schnell gar nicht mitbekommen und dank dieser Impfzentren hat man sofort einen Überblick, wie die Nebenwirkungen sind. Ach tatsächlich? Wann geht denn ein Patient, der eine Nebenwirkung hat, zurück ins Impfzentrum? Also es tut mir wirklich leid. Muss ich lachen. Also das ist sowas von abstrus. Aber ich kann auch nicht verstehen, wie man sich mit so einer Antwort zufrieden gibt. Kann ich nicht nachvollziehen. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum ein Tierarzt diese ganze Geschichte hier managt, der Herr Wieler. Also ich habe überhaupt nichts gegen Tierärzte, aber Sie müssen sich doch mal vorstellen, was für ein Mindset ein Tierarzt hat, um eine Pandemie zu bekämpfen und was für ein Mindset ein Humanmediziner hat. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich wach gerade aus einem Traum auf und befinde mich in einem Albtraum. Also ich rede noch weiter, weil die Leute sind begeistert. Also die Reaktionen sind, wir haben jetzt schon über 7000 Zuschauer und ich nehme an, das werden auch 100.000 bis zum Abend. Und das ist aber jetzt ein ganz interessanter Aspekt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Sie sagten das schon, dass ein Tierarzt, und wir sind ja alle Menschen und machen wir uns nichts vor, und das hat eine Auswirkung, was man für einen Berufsgang hat, wie man auf die Sachen blickt. Vielleicht können Sie das nochmal schildern. Also Sie glauben, dass da ein Tierarzt doch ein bisschen eine andere Grundeinstellung hat. Ja? Warum? Ja, aber das ist doch das Natürlichste von der Welt. Bitte? Liegt auf der Hand. Das liegt auf der Hand. Das liegt auf der Hand. Auch diese ganze, ich meine, wir haben jetzt im letzten Jahren lauter Experten konsultiert. Intensivmediziner, Virologen. Aber unsere Gesellschaft besteht nicht aus Intensivstationen und aus virologischen Labors. Und der Herr Drosten, der mag ein Genie sein, was den Design von PCRs angeht. Der kann wahrscheinlich Primer zusammenkochen, das ist fantastisch. Aber deswegen hat er doch keine Ahnung, nicht von Tuten und Blasen, was die Bekämpfung von einer Pandemie angeht.
ich verstehe das nicht, warum unsere Politiker sich da nicht ein breiteres Meinungsspektrum aneignen. Wie gesagt, unsere Gesellschaft besteht nicht aus Intensivstationen und virologischen Labors. Da gibt es Familien en masse, die mit ihren Kindern jetzt Homeschooling machen. Lassen Sie sich das mal erzählen, wie das zu Hause abläuft. Das gibt Mord und Totschlag. Kriegen Sie da in der Praxis, Sie sagten schon von den psychologischen Nebenwirkungen, haben Sie schon erzählt, kriegen Sie auch andere mit? Also ich merke das zum Beispiel, weil ich keinen Sport mehr mache, ich habe es jetzt ständig im Rücken, ich bin früher viel geschwommen. Das sind ja Bagatelle. Das sind Bagatelle, ich beklage mich auch das überhaupt ist, das nicht. Das ist jetzt wirklich nicht tragisch. Ja. Aber kriegen Sie auch andere Sachen mit? Ja, um die Kinder geht es mal in allererster Linie. Also dieses Homeschooling, das können Sie einfach vergessen. Das wird Ihnen auch jeder Lehrer sagen. Also ich meine, ich habe genügend Lehrer in meiner Praxis, die bestätigen das alle. Das ist eine absolute Notlösung. Aber das hat halt einfach auch Konsequenzen. Wenn die nur noch allein zu Hause vorm Computer sitzen, eine Schule ist halt nicht einfach nur eine Bildungsanstalt, sondern da findet das ganze soziale Leben von den Kindern statt. Und ich meine, immer so zu tun, als wäre das im Vergleich zu der Gefahr vernachlässigbar, das ist einfach ignorant. Das ist einfach total ignorant. Wir können das noch gar nicht absehen, welche Konsequenzen dieser Lockdown dieses Jahr über hatte. Und wir werden uns, glaube ich, also ich befürchte, wir werden uns noch ganz schön wundern. Da geht es nicht um die paar Lokale, die dicht gemacht haben. Was heißt ein paar? Ich möchte ja gar nicht wissen, wie viele es sind. Da geht es nicht nur um die Gastronomie, die dicht gemacht hat. Also Sie glauben, dass diese psychischen Folgen, vor allem für Kinder, pädagogische, psychische Folgen, dass die noch massiv unterschätzt werden? Da gibt es auch keine Untersuchungen. Für unsere Gesellschaft. Gucken Sie sich doch mal unsere Gesellschaft an. Wie hasserfüllt diese Diskussion über die Corona-Maßnahmen stattfindet. Also das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Und da tun die Medien und die Politik ihren Teil dazu, um das zu befeuern. Und das ist kein Bagatell. Das ist kein Bagatell, wenn die Menschen sich gegenseitig auf einmal als potenzielle lebensbedrohliche Gefahr ansehen. Und Sie haben das ja auch sehr schön oder schön traurig geschildert von Israel, diese Spaltung, Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Und bei uns ist das ja auch massiv. Also das erlebt man in Familien, ich erlebe es auch in meiner Familie. Da ist dann der eine gleich der Covidiot und der andere und umgekehrt in beide Richtungen. Also ich erlebe eine massivste Spaltung. Erleben Sie das auch? Das ist ja noch viel, also ich habe das Gefühl, das ist noch viel schlimmer. Wissen Sie, wenn Sie eine unterschiedliche Meinung haben, dann kann man von dem anderen auch denken, naja, okay, der ist halt ein Spinner, soll er denken, was er will. Aber so läuft es ja gar nicht. Diejenigen, die Sie jetzt zum Beispiel als Covidiot beschimpfen oder beurteilen, die halten Sie ja potenziell für Mörder. Und ich meine das im Ernst. Und kommen auch sehr schnell mit rechts und Nazi und dergleichen. Mir geht es da in erster Linie darum, in welche Kategorie Sie eingeordnet werden, wenn Sie kritisch bezüglich der durchgesetzten Corona-Maßnahmen sind. Die Leute halten Sie wirklich für einen potenziellen Mörder, der billigend in Kauf nimmt, dass irgendjemand umkommt. Und die Vorstellung, die hat natürlich Konsequenzen, wenn Sie tatsächlich denken, die Hälfte von Ihren Mitmenschen sind potenzielle Kriminelle, dann schlägt sich das natürlich auch im Verhalten nieder. Und es klingt alles so banal, ja, das wird ja alles schon wieder, das ist jetzt nur mal zwischendrin so. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wieder wird. Jetzt nehmen wir mal an, also ich weiß, der Herr Seibert schaut gelegentlich rein bei meinem Kanal, die Frau Merkel sieht das und sagt, der Dr. Zimmer, das ist jetzt interessant, den rufe ich jetzt mal an, der hat 2 Minuten, um mir zu sagen, was seine Meinung ist, was ich anders machen würde. Jetzt nehmen Sie an, Sie können jetzt direkt Frau Merkel sagen, was soll sie ändern? Oh, das ist ganz einfach. Sie soll einfach die plurale Meinung in der Gesellschaft dafür sorgen, dass die sich auch in der Politik widerspiegelt. Und diese Meinungspluralität, die gibt es nicht mehr. Und da tut die Politik einen Großteil dazu, aber eben auch die Medien. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Weder der Herr Drosten, noch der Herr Spahn, noch der Herr Bakti, noch der Herr Wodak. Aber man muss miteinander reden. Und wenn man nicht mehr miteinander redet und sich gegenseitig unterstellt, man wäre böse, irgendwie... Weiß ich auch nicht. Hätte ein übles Ansinnen seinen Mitmenschen gegenüber.
dann geht eine Gesellschaft kaputt. Sie sind in meinen Augen mutig, weil Sie das alles so... Gehört da heute schon Mut dazu, das sozusagen, wie Sie es jetzt sagen? Oder sind Sie auch einer wie ich, der sich sagt, ich sage meine Meinung und dann... Also ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich selbstständig bin. Aber wenn ich jetzt in einer Klinik angestellt wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir das zweimal überlege, was ich hier sage. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den 8000 Zuschauern schon und es werden noch mehr. Sie finden es dann auf meinem Kanal. Ich habe jetzt ein bisschen Bammel, muss ich gestehen. Brauchen Sie nicht haben. Wenn irgendetwas ist, dann melden Sie sich bei mir. Also ich denke, das war alles massiv durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Mein Eindruck und das ist alles war sehr fundiert, was Sie gesagt haben. So zumindest mein Eindruck. Und wenn wir mit so viel Pluralismus nicht mehr leben können in der Gesellschaft, dann können dann wir einpacken, glaube ich. Vielen herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. Und wenn irgendwas ist, melden Sie sich bei mir. Reitschuster ist mein Name. Alles vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ciao. Jetzt zeige ich hier nochmal das Plakat und dann sieht man Herrn Dr. Zimmer auch nochmal hier in der Aufnahme. Fand ich sehr interessant.